Verbraucherschutz fängt ja schon bei Kindern und Jugendlichen an und letztendlich ist Verbraucherbildung präventiver Verbraucherschutz. Es geht darum, dass Kinder und Jugendliche lernen frühzeitig, wie sie verantwortungsvoll Konsumentscheidungen treffen, und daher ist Bildung in diesem Bereich essentiell wichtig und auch gerade die Qualitätssicherung, denn es sind Themen, die häufig nicht im normalen Fachunterricht integriert sind, sondern fachübergreifend und häufig auch von Lehrkräften fachunabhängig unterrichtet werden, und um da quasi auch die Qualität hervorzuheben und zu zeigen, was ist tatsächlich richtig, beziehungsweise wo gegebenenfalls auch ein unterschiedliches Interesse vielleicht auch von Anbietern mit transportiert. Dazu ist eben Qualitätssicherung notwendig. Ich würde mir wünschen, dass wir auch zukünftig Unterrichtsmaterialien zu den Themen digitale Bildung, nachhaltiger Konsum, Finanzen, aber eben auch gesunde Ernährung weiter bewerten können, da wir einfach feststellen, dass dort eine große Anzahl von Unterrichtsmaterialien im Internet frei erhältlich sind, die Qualität aber variiert und Lehrkräfte dafür eine Art Kompass benötigen, um zu wissen, ist es fachlich richtig, taugt es methodisch-didaktisch was und wie ist die gestalterische Qualität.